Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte auf den Marsch. Wir werden heute einsammeln. Wir haben noch zwei Bahnen zu sammeln. Und dann fahren wir gleich zur BGH. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Es wird dunkel. Im Norden von Deutschland. Bisschen steil für den LKW. So, dann müssen wir BGH fahren und dann geht es ein bisschen schnurstracks zurück. Und dann werden wir schon gucken, was der andere hier sagt. Hier, der eine ist fertig mit Mähen. Können wir da gerade ausfahren? Das ist im Grunde egal. So, aktuell sieht noch kein Wachstum. Schauen wir mal für um 6, was da passiert. Ob das nun endgültig mal was kommt. Wir werden so lange wir arbeiten haben, wenn es noch einigermaßen hell ist, wenn wir noch auf 5 spielen. Geschwindigkeit 5. Der Radschalter ist ja auch ein komisch, die Einheit ist gewachsen, finde ich. Und da ist mächtig was mit einem Wurm irgendwie. Das ist immer faul. Mitte Sommer, da sind noch 1, 2, 4 Tage. Jetzt kommt eine Ende Sommer, da sind noch 3 Tage im Herbst, 4 Tage insgesamt, wo wir theoretisch ernten könnten. Diese Ballen müssen wir jetzt auch nicht reinkippen, die müssen wir separat abstellen, weil die müssen ja noch gären. Die stellen wir einfach mal rein in der BGA. Darf ich nicht verwechseln? So. Das war schon mal richtig. Stehen lassen, gern. Der andere ist fast leer oder ist leer. Ballen sind keine mehr da. So. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden zu wenig Ballen haben, aber das macht nichts. Ist halt so, ne? Denn die müssen mal einen Tag gären, das heißt, es ist gerade mal 0 Uhr. Da habe ich mal einen Tag voll gearbeitet. So, da habe ich egal genug zu tun. Für heute jedenfalls. Haben wir bald voll fertig. So, schauen wir gleich, wo der andere fertig ist. Gehen wir mal auf höhere Geschwindigkeit. Auf 60, damit wir Nacht über Spur kriegen. Schlafen tun wir nicht, das den gefallen tun wir, den machen wir nicht mehr. Können wir auch gerade ausfahren. Dann will ich die Straße gut kennen. Ja, gut kennen das Stichwort. Tankstelle, wir werden bald da sein. Feld 8. Ein bisschen wie blind fahren, ne? Geradeaus zu müsste einer der da oben links muss dabei sein. 9 rechts. Ja, 19, 12 geradeaus. Wer steckt das Verkehr fest? Stopp wegen Ballen. Ja. Dunkel ist aber blöd, aber deswegen habe ich mal geschlafen. So wenig von der BGH. Bin ich enttäuscht. Aber wieder ungefähr diese 800.000, die wir noch mal hatten.
Upsala. Da können wir fast die Schulden. Oh Mann. Das ist nicht schön, ne? So dunkel hier. Ja, die Grünbalken siehst du aber auch nicht. So. Der arbeitet. Chiptuning ist eigentlich der. Ich glaube, gerade schon wieder gewachsen. Wo hat er sich festgefahren? Ja, Blindschuss hier. Also, ich sehe fast nichts. Also, das ist ja. Gehen wir auf 120. Ja. Oder war der mit Main fertig gewesen und zurückgefahren? Das kann natürlich sein. Sehr wahrscheinlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, das kann sein. Der wird nicht im Ballen sein, der wird einfach. Man sah schon, da wird hier stehen und warten. Chip Tuning, Tankstelle da. Jetzt ist es nämlich gefährlich, weil er nämlich. So. Jetzt müssen wir die beiden nämlich ein bisschen. Also die beiden, den einen erstmal außerhalb stellen. Dass er ja nicht im Weg steht beim Ballenpressen. Bringt zwar nichts, aber gut. Düngen muss gleich fertig sein. Grasmähen auch. Gut, wir können wieder normal gehen. Ist hell genug. Können wir Ballen sammeln. Das ist mehr. So. Auf Feld Nummer, da ist gewachsen, ist gut. Wo wir gedüngt haben. Da werden wir gleich einen Ballen gesammelt haben hier, gleich düngen. Wenn ich da rangehe, ne? Ups, Ball weg. Also so wächst erst was. In später Sonne. Na ja, gut, das ist ja klar. 3 Tage. Frühe, mittlere und später Sonne. Dann können wir hier düngen. Ja, mal schauen, ob wir ein paar Sachen machen können, ne, über Lohndienstleistung. Also leider weiß ich den Fehler nicht, was ich gemacht habe hier beim Einstellen. Jetzt zum Schluss hat er geklappt. Oh, die ersten Vorgänge hat ja auch geklappt, das ist ja ganz komisch.
Aber nachts war ja dunkel, gibt's ja gar nicht normalerweise. So, das ist das auch erledigt. Da wird die heute BGH nicht so viel bringen, weil die ballen wir noch nicht gern, ne? Das ist ja so. Leider. Aber wir können ja die Fahrzeuge zurückfahren, die gerade vom Main fertig sind. So. Die werden noch nichts transportieren. Das wäre jetzt so ein bisschen blöd, ne? Das ist eine Streife, na ja gut. Dann ist er fertig. Dann bringen wir den zurück aufs Gehöft. Erstmal runter von der Wiese. Oh, Kartoffeln. Irgendwie ist das so, dass das Ganze. Die Frucht, nicht mal die Reihenfolge, aber die Frucht von der Zeit her zu spät dran ist. Das werden wir auch sehen nachher, wenn wir nachher später im Frühjahr, können wir das ausmachen. So, den können wir gleich zurückfahren. Kurz gleich deaktivieren und gleich löschen. Ich bin noch blöder zu sehen als vorher, na gut. Ich muss da wieder mal richtig einstellen, ich habe ein bisschen dran gespielt. An der Einstellung ist ein bisschen, naja, vielleicht bin ich auch zu dunkel. So wollte ich die Hintergrund ein bisschen. Auch nicht. Ja, mittendrin im Spiel wollte ich auch nicht machen, das ganze Einstellung gehen. Die Lenkung wieder hinüber, in Anführungszeichen. Muss in eine Folge so gehen. Ich bin jetzt zu sehen. Zwar wie ein Geist, aber gute Girl. Ja, einfach gewachsen. Feld 1, na, ist grün. Ist grün. Ist da was reif? Muss gleich mal an. Auch wenn es spät ist, ist es gewachsen. So, Wetter ist Sonnenschein. Bewölkt. Oh, die erste ist reif. Aber ist es auch wirklich reif? Drei Felder zu ernten. Das kontrollieren wir gleich. So, im Wachstum, Peter. Aha. %67. Wo ist die Maus? Ja, das ist noch nicht reif. Es sieht zwar reif aus, aber ist nicht reif. Also keine Panik. 67%. Das heißt auf gut Deutsch, ja, einen Tag noch warten. Blöd. Der Raps ist ja auch schon was. Ja, wie gesagt, das ist. Also wenn wir eine Vierfachkarte starten. Beginnen wir eh von null. Wir werden nur die Fahrzeuge mitnehmen und die Landflächen entsprechend. Die einfachste Variante ist, man macht sich das Geld aufs Konto und man kann alles kaufen. Das wäre die, wo man ein paar Zahlen eintippen muss. Und die andere Variante wäre mit Kopieren. Also da ist ein bisschen schwierig für mich. Wo ich mir da mal mit einem Mal befassen werde,
So, wieder sammeln. Wir sammeln noch ein bisschen. So. Später Sommer. Das werden wir dann gleich düngen. Vorbereiten. Die Ballung kommt dann zur anderen BGH wieder. Auf Süd. Sechs Ballen noch, dann haben wir wieder. So. Wir sprinten mal, ne? Muss geflügt werden. Das sind 10%. Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Müsste der Fett machen normalerweise, das ist der größte. Ach, Flügen passt mir auch nicht. Alle mit Gras. Und die pressen die auch noch eine Weile. Von daher ist es immer runde. Da brauchen wir gleich überlegen zur Zeit. Löschen. Also den Traktor wollen wir nicht reparieren. Ah, das war okay. Waschen wir den bloß. Den Traktor werden wir so zurückgeben. Der ist geliehen. Werden wir die Maschine gleich waschen und wegräumen. Und dann können wir den. Können wir uns die Kosten auch sparen, Mietfahrzeuge. Ist ja nicht mehr notwendig. Aber waschen wir noch trotzdem. So, wohl Zeit muss sein. Die Gleitkufen ist nochmal Geschichte. Wir sind aber eh von Tschechien gewesen. So, sauber. Na, reparieren wir gleich, ne? Da nur Folgen, egal. War der andere. Ich wollte gerade sagen, kann nicht sein. So, dann gleich der erste rein. Und dann fahren wir gleich rückwärts rein. Dann gehen wir den Fahrzeug gleich zurück in die Wie. Eigentlich Gülle machen, wir haben ja Gärreste da. Da müsste ich mir so einen Kurs einfahren lassen. Kursplay. So, dann gehen wir gleich zurück. Garage. Den können wir auch gleich zurückgeben.
Kosten gespart. So. Ballen sammeln. Wahnsinn. Zeit vergeht aber auch schnell. Und die arbeiten noch eine Weile. Das wird heute eine lange Nacht. Jetzt haben wir 19 Uhr. Wir haben jetzt hier vorne fertig. 5 noch. 3 in der Stunde. Ob nicht ganz zutrifft, aber ungefähr. Das heißt, wird durch den Reifen. So, ab zur BGH. Die andere. Mahlzeit. Entschuldigung. Aber was anderes einsehen, bringt jetzt sowieso nichts mehr. Rein theoretisch können wir auch Gras drin lassen. Würde ich mal gleich mal fühlen. Obwohl er das anschreibt, flügen. Kartoffeln, ja. Ja, hätte ich beinahe reingefahren. Leider ist die. Die müssen noch gern, Junge. Die müssen noch gern. So. Und Z. Abgeladen, stehen lassen. Da haben wir 2 LKW-Ladungen, je 48 Stück. Also 480.000 Tonnen oder so. Nee. Mal 10. 48 mal 10. 1000. 48.000 Tonnen. Ja. Oder? Mir nicht ganz sicher. An sich nur die 4.0 dazu. 5.0. 500. Das sind 84.000. Ja gut. Doch richtig. Ganze mal 2 bis jetzt. So, wir haben, gucken wir mal, ob wir unsere Gärreste fahren können. Wir können auf jeden Fall fahren. Wir können auf jeden Fall, was werden wir tun, einen Führungskurs starten. Das machen wir jetzt. Und zwar so, liebe Freunde, das wäre es für heute gewesen. Danke fürs Reinschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ein Like oder ein Abo und mal Tschüss und wie gewinnt. Bis dann. Ciao.